Hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Markus Sotiris und ich bin Staatskünstler. Ja, meine Damen und Herren, wir leben in einer aufregenden Zeit und in einer aufregenden Welt. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie Willlachen.at, Ibiza Show, Normalzeit, Der Magister, Der Whistleblower, Magister Supermakidis oder Häuptling der Romanschen. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, ich habe viele Identitäten. Ja, wir alle haben viele Identitäten und wir sollten uns trotzdem auf das große Kollektiv konzentrieren. Wenn wir das können, denn das ist nicht leicht. Ein Whistleblower zu sein heute heißt für mich, das Leben anzunehmen, die Wahrheit zu leben. Die Wahrheit ist überall, in jedem kleinen Detail auf dieser Welt erkennbar. Und so auch in unserer schwierigen Corona-Zeit und Corona-Zeitalter, möchte ich schon fast sagen. Es ist ein Neustart, es ist ein Reset. Wir haben die Möglichkeit, alles von Beginn an, from the scratch, neu zu denken. Und ich möchte folgende Botschaft an euch richten, an alle da draußen, die ihr großartig seid, die ihr ein Universum für euch seid, eine Liebe, ein Lichtwesen seid, das auf diesem Planeten durchs Universum wandert. Wir alle sind lebendige Seelen und wir alle sind für das Seelenheil dieses Planeten verantwortlich. Deswegen versucht anzunehmen, Corona als das, was es ist. Es ist das, was der Mensch, was die Menschheit und die Erde braucht. Die Erde braucht eine Erholung. Die Menschen brauchen eine Erholung. Sie müssen wieder zu sich finden. Wir alle müssen in Corona das verstehen, was es ist. Corona ist die Lösung. Corona wurde konstruiert vom Universum für die Menschheit. Corona deswegen auch die Krone. Sie sehen, ich habe keine Krone auf. Für mich reicht es nur für einen Faschingshut, denn ich bin ja Staatskünstler. Aber die Krone dieses Zeitalters 2022, meine Damen und Herren, wir haben das Jahr 2022 erreicht, ein Schaltjahr. Wir wechseln vom Zeitalter zu Zeitalter. Wir haben große historische Ereignisse hinter uns. Die ganze Welt steht plötzlich wieder Kopf. Und wir haben eine Volkszählung, Corona als Volkszählung zu betrachten. Ein kleiner Ansporn, Impuls für euch da draußen. Pontius Pilatus ist mit seiner Volkszählung in die Geschichtsbücher eingegangen. Sie wissen vielleicht, wer Pontius Pilatus war. Es war der, der Jesus Christus bester Freund war, Homie sozusagen. Und diese Volkszählung, meine Damen und Herren, hat auch jetzt wieder stattgefunden. Findet gerade statt. Jeder Mensch lässt sich jetzt registrieren. Jeder Mensch lässt sich impfen, lässt sich wieder ein bisschen Körperlichkeit, ein bisschen Feingefühl, Sensibilität von der großen Big Pharma zu eigen werden. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, mit seinen Kindern im Lockdown mal ein bisschen zu spielen. Jeder Mensch hat auf einmal wieder die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Unterstützung, Förderung zu bekommen für sein Vorhaben, für sein Leben. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, all dieses Positive, was Corona an Kräften ausgelöst hat, den Hals warm zu halten mit einer schönen Maske, die man tragen darf. Man kann grün tragen, gelb oder rot oder lila, verschiedene Zeichen, Botschaften nach außen senden. Das ist doch toll, meine Damen und Herren. Corona ist die Königsidee, bei Namen genannt. Sie wird uns alle heilen und retten. Ich habe mir das 2,5 Jahre lang angeschaut. Ich war im zivilen Ungehorsam. Ich habe mich 2,5 Jahre für Europa, für Österreich die Goldmedaille errungen in der Olympiade des zivilen Ungehorsams. Sie können das auf meinen Kanälen alles finden. Und was ist das Fazit dieser Ich-Werdung? Denn auch ich habe mich wiedergefunden und muss mich neu erfinden. Das Fazit ist, alles ist Liebe, alles ist gut.
alles egal, wie ihr es macht, ob ihr euch impft, ob ihr euch nicht impft, ob ihr dies oder das zu Corona sagt. Versucht nur, das Positive aus der Sache herauszusehen. Auch für unsere zukünftigen Generationen. Wir sind 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Wir wissen nicht mehr, wie wir damit umgehen können. Wir können nur langsam, Schritt für Schritt wieder zu uns finden. Und dafür gibt es Impulse von einem großen Kollektiv, das sich versucht, uns anzunehmen, das sich versucht, uns zu helfen. Wir müssen diese Impulse als Hilfe begreifen. Es ist nicht leicht, ein Whistleblower zu sein in dieser Welt. Die Wahrheit anzusprechen. Und ich spreche sie aus. Corona ist ein Konstrukt. Corona wurde natürlich kreiert von schlauen, vieldenkenden Menschen, die über Jahrhunderte sich vernetzt haben mit großen Netzwerken und Konstrukten, versuchen diese Welt zu kreieren, diese Welt zu entwickeln. Corona muss uns alle retten und geht uns natürlich alle an. Es ist eine humanistische Idee dahinter, Missstände aufzuzeigen. Die Wahrheit wird siegen und die Liebe wird siegen. Der Freedom Day wird kommen, der 22.02.2022. Meine Damen und Herren, das ist ein Dienstag, der ist nächste Woche. Feiern Sie diesen Tag als Freedom Day. Sie erinnern sich an Roland Emmerichs Independence Day. Gehen Sie ins Kino und schauen sich Moonfall an. Der Mond, Roland Emmerich hat den Mond rekonstruiert und zu einer großen Arche gemacht. Meine Damen und Herren, die Erde ist eine große Arche und wir alle sind ihre Bewohner. Diese kriminellen Vereinigungen, die überall natürlich existieren, sind dazu gemacht, uns zu retten. Meine Damen und Herren, das Leben ist zum Leben da. Ein holistisches Weltbild kennt nur die Wahrheit. Die Wahrheit ist, es ist alles, wie es ist. Ich bin euer Corona-Johnny, meine Lieben, und ich bin der Experte auf der anderen Seite. Wenn ihr mich in eure Show einladen wollt, bitte ladet mich gerne ein. Puls 4, Pro7 Sat1, ARD, ZDF und MFG, ich bin überall dabei. Ihr müsst mich nur anrufen, ihr findet meine Daten auf meiner Website www.marcos-sotiris.com. Schaut euch nicht meine Filme an, ihr Vollpfosten, denn diese Filme sind nicht zu verstehen. Das, was ich kreiere, ist von einer anderen Welt. Deswegen, es ist nicht nachvollziehbar. Und ich bitte euch, schaut lieber Netflix oder Sky oder Amazon Prime, denn da liegt die Wahrheit des kommerziellen Erfolgs. Und meine Wenigkeit als Staatskünstler tritt einen Schritt zurück und sagt sich, ach ja, Amazon regiert die Welt und das ist gut so. Also viel Spaß bei eurem nächsten Netflix-Abend und wenn ihr doch vielleicht Zeit habt, die Links findet ihr hier unter dem Video, wo ihr meine Videos sehen könnt. Und ich würde mich sehr freuen mit euch in einem Talk, egal Podcast, Sendung, egal, ladet mich gerne ein. Und ich bin der Experte für die andere Seite. Der Corona-Johnny, der es geschafft hat, 2,5 Jahre ohne Maske, 2,5 Jahre ungeimpft, 2,5 Jahre im zivilen Widerstand, meine Damen und Herren. Und jetzt bin ich zurück und spreche die Wahrheit für uns alle aus. Die Wahrheit über Corona. Euer Corona-Johnny. Bye.